So, und herzlich willkommen zurück zu Let's Special. Heute mit The Binding of Isaac. Ja, The Binding of Isaac werde ich euch gleich noch zeigen. Es ist ein Spiel, es ist aus einem Action-RPG-Indie-Shooter. So hieß es, glaube ich, in der Art. Und ja, was ist The Binding of Isaac genau heißt, weiß ich jetzt auch nicht, aber wir werden es gleich einfach mal spielen. Ich habe hier noch so einen kleinen Typ auf Skype, wenn ihr den hört. Red mal. Nicht klein. Ja, ich weiß nicht, ob ihr ihn hört. Ich werde jetzt mal nicht so viel mit ihm interagieren, falls ihr ihn nicht hört, klingt das ein wenig spastisch, wenn ich mit mir selber rede. Tja, schon scheiße. Ja, okay, ich werde dieses Spiel wahrscheinlich nicht LPen, wie es manche Leute gemacht haben, weil einfach aus dem Grund, dass ich das hier schon habe. Moment, ich zeige es euch. Optionen. Ja, Option, Kollektion. Ja, ich habe hier schon Items gefunden und alles Mögliche, und deswegen weiß nicht, außerdem bin ich nicht so der Wahnsinns-Pro, was das Spiel angeht, ne? Also, ist schon ganz lustig, wie ich da manchmal gefailt habe. Aber gut, starten wir das Spiel einfach gleich mal. Ja, die Charaktere habe ich schon freigeschaltet. Isaac. Ich nehme lieber Magdalene, weil die hat einfach mehr Leben, und Leben ist unglaublich wichtig in diesem Spiel. Judas nehme ich nicht, den habe ich noch nicht mal, ja, Kai, Judas, ich sag mal nichts dazu. Das gibt wirklich einen, der heißt so, ne? Gut, dann legen wir einfach mal los. Yamhart. Wahrscheinlich nimmt jetzt mein Bildschirm auf, aber nicht das maximierte Spiel, wetten wir? Ich glaube, dann kriege ich so einen Wutanfall. So, wie ihr jetzt seht hier, habe ich hier die... Werfe ich mit meinen Tränen nach den was auch immer Viechern. Da oben seht ihr meine Lebensanzeige. Dann seht ihr da oben noch diese Cent-ähnlichen Münzen. Das ist einfach das Geld, was ich sammeln kann. Ja, hier habe ich gerade einen gekriegt. Das sind meine Bomben. Das sind damit meine Bomben. Also das sind einfach so Sprengsätze, die ja gerade explodiert sind. Das ist dann meine eigenen gesetzt. Und das unten sind einfach Schlüssel für Türen, die nachher verriegelt sind. Der wesentliche Sinn in diesem Spiel ist einfach entkomme oder... Aua, super. Entkomme deiner Mutter oder besser gesagt, besiege deine Mutter im Endeffekt. Du musst einfach durch ein paar Räume kämpfen und dann ist mal halt ein Endboss besiegen und am Schluss kommt deine Mutter. Was ich jetzt hier auf Space habe, ist der Spezielle von dem Charakter. Ich kann einfach einmal, wenn diese Leiste, diese Strichpunktleiste da an der Seite aufgeladen ist, kann ich einfach die quasi benutzen, um einmal ein Herz aufzufüllen. So, unter mir seht ihr auch direkt schon den Bossraum hier. Und das sind einfach Monster. Die Vorgeschichte hätte ich euch jetzt auch zeigen können, das wollte ich aber nicht, weil die mich einfach so sehr nervt, weil ich sie schon 200 Millionen Trilliarden, 5 Mal angeschaut habe. Und glaubt mir, Leute, das geht euch nach der Weile so unglaublich auf den Nerv. Ja, die wesentliche Geschichte davon ist einfach, deine Mutter hat die Stimme Gottes gehört und sie soll eine Opfergabe bringen, um quasi ihre Treue zu Gott zu beweisen. Und diese Opfergabe bist du. Dann will sie sich mit einem riesigen Küchenmesser abstechen und du haust ab. Geil, ne? So eine Mutter habe ich natürlich auch. Wer hat so eine Mutter nicht? der liebe Dr. Dacci hat hier gerade mal was gesagt. Ja, was hat er gesagt? Ah ja, wer hat denn nicht eine Mutter, die ihn gerne abstechen möchte? Also meine auch. Jeden Tag vor Gott sticht meine Mutter immer gerne ab. Ja, jetzt lege ich einfach mal gerade die Bombe hin. Ich habe einen Bomben-Docht im Haar, falls ihr das da seht. Und warum auch immer. Achso, der Schuss war ein spezielles Item. Ja, das Spiel gibt es für 5 Euro auf Steam. Das würde ich euch empfehlen. Das ist ganz nett. Hat immer andere Maps. Also man hat nie die gleichen... Also man hat nie die gleichen Map-Aufbau. Und es gibt, was weiß ich, viele verschiedene Items und Endbosse zum Freischalten. Schlüssel, sehr schön. So. Wie gesagt, es gibt ja auch verschiedene Gegner. Das sind jetzt noch relativ leichte Gegner, also die nicht wirklich die Mechanik haben. Guck mal, die hier rennen jetzt einfach nur strunzbehindert auf mich zu. Vielleicht sollte ich mich nicht einkreisen lassen. Wäre vielleicht eine super Idee. Nachher kommen dann halt auch noch schießende Gegner, die man nur trifft, wenn sie gerade schießen. Weil wenn sie gerade nicht angreifen, kann man sie einfach nicht kaputt machen. Das ist dann sehr nervig. Oder so geht's. Es gibt nachher auch Gehirn, die dann so eine Flüssigkeit hinterlassen, die dir ziemlich viel Schaden macht, wenn du draufstehst. Ist dann halt auch sehr, sehr nervig.
Unter anderem muss man natürlich auch gegen seine Brüder bzw. Schwestern hier kämpfen. Das sind dann meistens Endbosse, sehr seltsame Endbosse. Da frage ich mich nämlich immer, was hat deine Mutter bitte, mit wem hat deine Mutter quasi dieses Kind gezeugt? Auch wenn ich das manchmal echt, Leute, vielleicht seht ihr es noch, aber das möchte ich euch eigentlich jetzt gar nicht sagen, weil es einfach so widerlich nach teils ist, dass es... Ihr werdet es vielleicht jetzt mal sehen, wenn ich gescheiten Endboss kriege. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch nicht mein Bruder bzw. Schwester, aber ja. Ich denke mal, dass das jetzt zum Beispiel einer ist. Ah ja, lecker, Leute, du, da hat meine Mutter aber ordentlich was rausgelassen, ne? Also das möchte ich mir jetzt lieber nicht vorstellen. Wie das, was die, mit wem dieses Kind gezeugt hat, falls das mein Bruder ist oder ob das wieder nur ein geistesgestörter Gegner ist. Das würde mich jetzt gar nicht interessieren. Ich denke mal, dass es ein Geschwisterchen sein soll, einfach weil es ein Endboss ist. Ich muss euch nachher vielleicht auf dem Bild mal den Fuß von meiner Mutter zeigen. Also nicht von meiner Real-Life-Mutter, sondern von der Mutter hier. Weil, da Leute, da seht ihr auch, was das einfach für eine bildhübsche Elfenjungfer ist, diese Mutter. Also, ich habe noch keine Frau gesehen mit so wundervollen Beinen. Oh ja, ich krieg jetzt schon das Kotzen. Ja, das sind übrigens, wenn diese Fliegen rot blinken, sind es einfach welche, die mich dann direkt auf mich zufliegen. Es gibt nicht welche, die sind einfach nur schwarze, die ignorieren mich dann quasi. Die Scheißhaufen in der Ecke, das sind einfach nur Dekorationen. Das Spiel ist ab 16, Leute, ne? Es ist mir echt, wann ist mir aufgefallen? Ja, heute am Tag der Aufnahme. Habe ich geguckt mal so auf Amazon, so nach einer Collectors Edition, weil ich ein totaler absoluter Nerd von solchen Spielen bin. Ist ja, oh, das Spiel ist ab 16. Ja. Wie ihr gesehen habt, diesen goldenen Raum vorhin, wo ich das hergehabt habe, zum Beispiel diese, diese 10 Bomben, gibt es natürlich noch mehrere, die meisten sind nachher auch verschlossen. Da kriege ich dann super Upgrades her, mit denen ich ja mehr Leben habe, mehr Damage, anders aussehe oder was auch immer. Wisst ihr, das Schönste, was ich hier gekriegt habe, war die Hure von Babylon. Oh ja, die Hure von Babylon. Das ist, ja, das ist ein Extra, wenn man nur noch ein halbes Herz hat, dann wird man zu so einer Art Superdämon. Mit Super meine ich Super. Oh Gott, Leute, dieser Endboss geht mir so auf den Sack. Ich weiß nicht, ob ihr das Geräusch hört von dem, aber es ist unglaublich nervig. Dieses dumme Geröchel. Jetzt soll ich mich mal auf den Endboss fokussieren und nicht auf die Viecher, die er ausspaut. Viecher machen halt ordentlich Schaden, wenn sie treffen. Also. Andererseits, er speit unendlich davon aus. Also. Au. Es gibt nachher auch so eine Art Gegner, die rennen dann die ganze Zeit vor dir weg und glauben, das ist auch so unglaublich nervig. Ja, jetzt kann ich in den nächsten Bereich gehen, aber erst wenn ich halt alles ausgeschaltet habe, diesen Raum an den Monstern. Hell yeah. Warum Fraps dieses Ding nicht nimmt, das könnte auch sein, dass er mich als ab und zu, wie gesagt, ein bisschen schlechter hört oder besser hört. Ach, okay, sind gerade diese Fliegen, die mich nicht angreifen. Jetzt kriege ich Mutters Unterwäsche! Dam, 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 dam! Jetzt trage ich eine alte rosa Unterhose, juhu. Leute, das mache ich im Real Life auch. Oh, geil, Geschenk mit Perücke. Welche Anspielung auf den Charakter, den ich gerade habe. So, was sieht das unten links? Basement 2. Das heißt, das zweite Level. Und das ist übrigens, das sind fliegende Anzüge, wollte ich mal gerade erwähnt haben, ne? Ganz ehrlich, das sind jetzt, glaube ich, nur geistesgestörte Gegner, weil wenn das meine Geschwister wären, dann würde ich mir wirklich ernsthaft Sorgen machen. Aua. Ja, und Feuer macht natürlich auch Schaden. Und wenn diese blöden Pisser halt ins Feuer kommen, sind sie relativ stark, weil sie dann werden zu so brennenden Gegnern. Das sieht man ja gerade, wie ich die anderen dann gemacht habe und wie lange ich jetzt mit die brauche. Aber, ja, geht da eigentlich. Also jetzt ist der Schwierigkeitsgrad, wie gesagt, durch diese simple Art von dem Gegner noch relativ leicht. Hier kommt auch ganz auf den Raum an, also wenn ich jetzt hier so direkt einen Nahkampf rankriege, mit totalen Engpässen, ist das auch ein bisschen schwerer. Und ja, ich werfe mit meinen Tränen. Wer macht das nicht, ne Kai? Wer wirft denn im Real Life bitte nicht mit seinen Tränen? Keine Ahnung. Tötet damit, ich töte immer mit Tränen.
Natürlich. So wollte mich meine Mutter auch umbringen. Die hat ihren Hackebeil mit Tränen beschmiert und dann wollte sie mich umbringen. Oha, Salz und Wunden. Genau. Ich wäre heute beinahe durch die Lernentür gegangen. Ja, das könnte jetzt nicht verstehen, das ist ein kleiner Insider. Weil der Leitspruch von unserer Schule heißt, gemeinsam leben lernen. Den hatten sie letztens am Tag da auf der Tür einfach so, wir haben drei Eingangstüren und da haben sie dann jeweils aufgelegt, einmal gemeinsam leben und lernen. Und Kai und ich haben uns halt den Spaß gemacht und gehen niemals durch die Lernentür. Geht lernen. Das ist kein Spaß, das ist voller Ernst. Das ist Ernst. This is madness. Und das ist jetzt gerade auch wieder ein netter Gegner, der mich total an unser Terraria-LP erinnert. Ein schwarzer Haufen Schleim mit Gesicht. Och, jetzt komm! Ja, ja, die Gegner sind schlau und rennen direkt mal ins Feuer und verbrennen. Ich liebe diese Musik. Die Musik ist echt cool. Ich könnte jetzt die Pille oben ausprobieren, die ich gekriegt habe, aber wenn ich Pech habe... Ich hatte mal eine, da habe ich dann eine Spur aus Bomben hinter mir hergezogen. Da war ich insta-tot. Also manchmal kann ich dieses Spiel nicht verarschen. Ich bin entweder da und wird. Ja. Du gehst mit zwei, ne. Ich dachte gerade, ich hätte den Bonusraum im ersten übersehen. Ja, und das sind halt so Gegner, die schon die Einheit geschafft haben, wenn sie sterben, diese blöden Fliegen zu spawnen. Das ist auch noch nicht wirklich stark, weil ich einfach noch keinen offenen Raumkämpfer habe. Eine Kiste. Na, den Bosskampf machen wir jetzt mal noch nicht. Jetzt gehen wir erstmal noch hier durch. Und schauen uns die anderen Räume an. Wie gesagt, eben wegen den Bonusräumen. Ach, ich hab's drauf. Ich hab's absolut drauf. Ja, ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das immer noch als LP sehen wollen würdet. Jetzt also, wenn ihr sagt, auch macht nichts, dass du schon ein bisschen was freigeschaltet hast, dann kann ich euch noch gerne LP, wenn ihr möchtet. Ihr könnt natürlich auch sagen, macht das ein bisschen anders, macht das nach dem Motto, du tu einfach so, als hättest du sie noch nicht alle freigeschaltet. Das kann ich natürlich auch gerne machen, wenn ihr wollt. Hey, da liegen ein paar abgerissene Arme. Das sind immer so kleine Shop-Runden, wo ich mal Sachen kaufen kann. Mit den Münzen da oben, aber... Kann ich mir erstens nichts kaufen und zweitens will ich mir auch gar nichts kaufen, weil das einfach Geldverschwendung wäre. Für der Spiele wäre bestimmt ganz gechillt. Was auch immer er macht, ich hab keine Ahnung. Wartet mal, jetzt habe ich so hier gerade die vom Motor. Machen wir mal ein Ding und. Und schauen. Vielleicht hier? Manchmal gibt es nämlich noch so Secrets. Also so geheime Räume. Schade. Gucken wir einfach mal hier. Ich habe ja genug Bomben gerade. So. Vielleicht hier? Komm. Naja, schade. Heißt, mir ist gerade aufgefallen, ich mache meine deutsche Hausaufgaben, obwohl ich gar kein Deutsch habe. Ich hatte heute Deutsch, aber heute war ich nicht in der Schule. Und ich habe nicht geschwänzt, keine Sorge. Ja. Nur weil du Unterricht hattest. Ja. Unser Klassenlehrer, der in der Arbeit 4 Tage vorher ansagt, ey. Klassenlehrer. Gott, wenn das mein Klassenlehrer wäre, würde ich kotzen. Ein Schlüssel. Einmal eine Bombe hinlegen. Ja, Bomben machen Schaden, Leute. Ich denke mal, ich werde das jetzt in dem Video hier nicht durchgespielt kriegen. Wäre extrem geil, wenn. Aber ich bezweifle es. Weil dieses Spiel sich nachher vom Level aufbauen von den Monstern einfach so noch umdrehen kann. Aber gut. Super. Ein Raum mit lauter Lagerfeuern. Sag mal, was ist das eigentlich für ein Keller um Himmels Willen? Weil ich werde euch nachher auch ein bisschen was Nerviges an dem Spiel zeigen. Finde ich ein bisschen schade, aber... Trotzdem hat dieses Spiel etwas, was mich halt daran sehr beeindruckt hat. Aber das zeige ich euch, wie gesagt, nachher. Warum ich das Feuer ausmache? Erstens, weil sie mir schaden, wenn ich dran gehe. Und zweitens, wenn hier so offensichtlich Feuer liegen, kriege ich vielleicht nochmal einen Bonus. Alter, ich sehe so sexy aus mit dieser Mutterunterwäsche. Ich habe Mutters Unterwäsche an, Kai. Lecker. Vor allem, was macht die in einem Keller, um Himmels Willen? Warum sind Lagerfeuer im Keller?
Aber was halt auch richtig schön an diesem Spiel ist, es hat eine Anspielung. Eine sehr große Anspielung auf alte Klassiker. Zum Beispiel ein Far in Malaysia ist zum Beispiel drin. Geil. Hä? Fire in Malaysia ist drin. Genial. Was ist auch drin? Super Meat Boy hat der, das ist ja der Macher von Super Meat Boy, hat das Spiel ja gemacht. Das ist auch ein bisschen der Anspielung da drauf. Warte mal ganz kurz. Kai, das, diese Anspielung, dieses I'm a Fire in Malaysia heißt das Swoop the Whoop heißt es hier, glaube ich. Genial. Wow. Was bringt mir diese Pille? Och nö, Mann, jetzt sieht meine Tuss verkrüppelt aus, weil ich Pillen gegessen habe. Ja, guck, das ist zum Beispiel ein versiegelter Bonusraum. Was kriege ich denn hier? Nummer 1. Oh, geil. Jetzt schieße ich mit Piss. Nein. Wollt ihr mich verarschen? Kai? Ja? Item aufgehoben. Jetzt schieße ich keine Tränen mehr. Jetzt piss ich die Gegner an. Genial, gelbe Tropfen hören. Ja, jetzt fangen die kommen sich mal aus den Augen, die macht die Augen zu, kommt so gelbe Kugeln aus meiner Unterhose raus. Och nö, jetzt. Das geilste ist sowieso das Item Zitronenlimo, du pisst auf den Boden, so eine Ätzlache. Och komm Leute, Mann. So, ich werde mich dann für morgen mein Bewerbungsgespräch, ja? Ja, ich bin berufstätig bald. Nicht. Ja, wenn ich Glück habe, ich auch. Juhu, dann haben wir noch viel weniger Zeit zum Aufnehmen. Okay, dann haben wir wenigstens die Abende, aber... Und wir haben keine Hausaufgaben, Kai. Bitte was? Wir haben keine Hausaufgaben. Ja, und? Genie-Ansage. Machen wir überhaupt Hausaufgaben? Doch, warte mal. Ich habe ja gerade eben versucht, meine Hausaufgaben zu machen. Versucht. Ja, ich habe es auch versucht. Vielleicht ist einem Versuch geblieben. Vielleicht für Leute, die jetzt vorspulen, ich rede gerade mit Dr. Dachi LP, also ich weiß nicht, ob ihr es hört. Es ist zweifelhaft, ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht, ob es jetzt, weil ich gerade mit Camtasia aufnehme, weil Fraps es nicht macht. Ah ja, jetzt das hier wollte ich gerade mal erwähnt haben. Wenn das mein Geschwisterchen ist, auweia, was hat meine Mutter denn bitte sich reinschieben lassen? Ganz herrlich. Kai, wenn das geuploadet ist, dann wirst du schon sehen, was ich meine. Hm, okay, mal gucken, ob ich mal deine Videos mal überhaupt reinziehen möchte. Nein, siehst du ja schon, Das kann jetzt LP bestimmt ganz gechillt sein, echt. Und weil ich der größte Obernerd bin, hole ich mir noch die Collectors Edition, sobald ich kann. Da sind zwei Copies von dem Spiel drin, der Soundtrack mit drin und eine 40-seitige, was auch immer. Zwei Kopien? Ja, also ich kann zweimal das Spiel ist da drin enthalten. Cool, gib mir einmal. Kann ich machen, kein Problem. Ich könnte es ja auch gecrackt geben, glaube ich sogar. Aber also, es ist mir vorhin einfach so aufgefallen, aber ich kann es dir gern geben, kein Problem. Ich glaube, das ist schlecht, wenn du von Cracken in einem Special redest. Ja, ich finde ich eigentlich gecrackt, weil ich habe vorhin, ich habe mir einen Backup-Ordner gemacht, was natürlich mir nichts gebracht hat. Und komischerweise konnte ich es da total ohne Steam-Programm starten. Das hat mich sehr überrascht. Ja, aber ich kann es dir dann geben, eine Kopie, ist kein Problem. Oh Mann. Also, na, ich weiß nicht, ob es noch eine Kopie von dem Spiel ist, da stand drin. Es gibt einen kostenlosen Steam-Key dazu, außer dem Spiel. Ansonsten, ob ich dir kein Spiel geben werde, weiß ich nicht. <Das kostet viel. lacht> Ja, ich meine, es ist ein Spiel aus der Collector's Edition, hallo? Was ihr jetzt hier seht, ist mein... Ich muss mal gucken. Verrottende Milch ist mein Frühstück, ne? Wollte ich mal erwähnt haben. Ah. Ja, meine Mutter ist sehr nett, ne? Jetzt guckt, jetzt seht ihr mal, wie viele Bosse, ne? Ursprünglich war es die Cave 1, danach ursprünglich waren es nur noch, ich glaube, waren zwei Level, drei Level weniger, glaube ich. Es gab nur vier Level am Anfang. Ich habe nur zwei Münzen, ich kann den Jungen da gar nicht zuspammen. Ja, wenn du dir ein bisschen was gibt, wenn du was machst, dann gibt er dir mal einfach so Items, wenn du ihm genügend Geld gibst. Was ich jetzt auch sehr für dich hoffe, Mr. Minizins. Was? Ist, dass man meinen Trittmann für die Tastatur nicht hören kann. Ich glaube, das würde die Zuschauer extrem den Nerv rauben. Was das hier sind so ein bisschen nervige Raupen, die gehen, sind eigentlich nicht das Problem. Auf engem Raum sind die allerdings die Hölle. Man kann deine Tastatur nicht hören, soweit ich das jetzt gerade beurteilen kann. Was haben wir für dich?
Ah, da liegt ein Schlüssel und deswegen legen wir einfach eine Bombe hin und... Ach, weißt du, was auch lustig war, Kai? Hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, aber warst du, glaube ich, nicht da. Ich habe ein Item aufgehoben, das hieß dann Hure von Babylon. Ach, das hast du schon erzählt, ja. Ja, okay. Gut. Junge, sowas ist ja auf solchem engem Raum, sind diese Raupen, wenn die dann halt ihren Sprint anmachen, richtig unangenehm. Weil da hat man einfach nur Ausweichmöglichkeiten, wenn dann da mehrere sind. Und da das ja Zufallsräume sind, kann das sehr gut passieren. Mal eine Bombe hinlegen. Oh, Manno. Ja, das Schöne ist, ich kann ja über solche Distanzen hier drüber rotzen. Also, ja, drüber pinkeln, sagen wir es jetzt mal so, ne? Ja, vor allem, die macht die Augen zu dabei, als würde sie es übelst genießen, als hätte die übelst die volle Blase. Ja. Ich bin dann halt mal still in solchen Angelegenheiten. Das ist wirklich so. Ich glaube, deswegen ist dieses Spiel auch ab. Oh, ich wollte doch gar nicht zum. Das, der Boss heißt Fistula, ne? Und das ist einer der miesesten Bosse, die ich kenne. Oh, wie ich diesen Boss hasse. Das ist ein Ich-spalt-mich-Boss. Ich hasse sie. Ach, die wollen mal auseinandergehen. Ja, jetzt werden sie zu viert, danach droppen sie, glaube ich, nochmal was. Ah, oh, sie spalten sich nochmal, dann droppen sie was. Und das ist einfach nur hässlich. Das ist Range Up Superpille genommen. Okay. Ach ne, jetzt bin ich auch noch blauhäutig. Von den blauen Bergen kommen wir. Ja, wollte ich jetzt gerade mal so angemerkt haben. Blau von den Bergen kommen. Und diese blöden Penner, wenn die halt ganz fertig sind, dann droppen die noch so mal diese Sprintmaden hier. Das ist relativ unfair. Weil seht ihr schon, wie voll der Raum ist? Ja. Ja. Du hast die gerade eben falsch genommen. Ja, man kann der Fassung, die ich kenne. Ja, das ist die Sauflied-Version, ne? Blau von den Bergen kommen wir, oder was meinst du? Ganz genau. Hell yeah! Oh, wie ich das kenne. Mich nervt nur, dass der Boss Fistula heißt. Da muss ich immer an Sachen denken, die ich jetzt nicht nenne. Tja. Nee, also... Ich könnte mir so fett überlegen, so jetzt übelst reinzuschreien, aber... Der komplette Raum ist voller Urin und Blut, ganz ehrlich. Was hat sich der Spieleentwickler dabei gedacht? Urin und Blut. Oh, kompletter gelber Raum, pissgelber Raum, wollte ich mal erwähnt haben, und dabei noch richtig schön gechillte Blutatmosphäre von zermatschten Gegnern. Wow, so will ich jeden Tag leben. Ja, vor allem mit so einer Mutter, ne? Hoffentlich schaffe ich die Aufnahme bis zu meiner Mutter, also bis zum Boss. Schau dir einfach das Bein an und dann sag mir, was du davon hältst, Mann. Oder guckst du bitte einfach generell mal an. Du musst so lachen dann. Klar. Weil das ist doch kein. Du denkst, deine Mutter hat ganz normale Beine. Falsch gedacht. Ah, jetzt habe ich mein vergammeltes Händchen gekriegt und noch ein Herz dazu. Ich könnte jetzt einen Pakt mit dem Teufel schließen. Und bringt was? Aber die Kosten, die geben ziemlich gute Sachen, aber die kosten halt komplette Herzen, die du nicht mehr auffüllen kannst. Ja, Leute, ich überlege gerade, ob ich es mache, weil ich habe keine Ahnung, was es ist. Los, mach es! Ja, ich habe halt, wie viele Herzen? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6,